Hallo. Wenn ich mit Leuten über Elektromobilität spreche, dann höre ich immer den Einwand, da gäbe es ein Steckerchaos und so eine große Vielfalt. Ich kann das immer nicht ganz nachvollziehen, weil eigentlich gibt es nur zwei Stecker, die man als E-Autofahrer kennen sollte. Ja, und das sind die zwei Stecker, der eine fürs Normalladen mit Wechselstrom und der andere fürs Schnellladen mit Gleichstrom. Und ich stehe jetzt hier zusammen mit meinem Kameramann Matthias an einer Autobahnraststätte, wo es mehrere Schnelllader gibt. Und da hat sich in Europa bereits ein Standard rauskristallisiert, der heißt CCS. Die CCS, was heißt das? Ja, die Abkürzung steht für Combined Charging System. Ja, und können wir uns den Stecker mal angucken, um zu verstehen, was denn da kombiniert wird. Also dieser Stecker, der relativ schwer ist, sieht ja wirklich so aus, als ob man hier zwei zusammengeklebt hat. Und das ist auch so. Der obere Teil entspricht dem Typ 2 Stecker, den man fürs Normalladen verwendet. Einziger Unterschied, der hat normalerweise 7 Pins. Hier sind jetzt nur 3 zu sehen. Das liegt daran, man braucht hier nur die Pins für das Thema Sicherheit und Kommunikation. Also Ladesäule und Auto reden miteinander, sobald sie verbunden sind. Dann fragt die Ladesäule, ach, was für einen Ladezustand hast du denn? Dann antwortet das Auto und dann sagt das Auto, ich kann übrigens mit so und so viel kW laden, was gibst du mir denn? Und wenn die sich geeinigt haben und auch klar ist, dass die Verbindung in Ordnung ist, kein Fehler vorliegt, geht's los. Und dann kommt dieser untere Part ins Spiel und das ist der wesentliche beim Gleichstromladen. Das sind die zwei Pole, Plus und Minus, und damit wird Gleichstrom in die Batterie geladen. So, ich schließe mal meinen Wagen hier an, damit der schon mal ein bisschen nachladen kann. Ja, und das Schöne bei diesen CCS-Steckern ist, die sind immer schon da. Die sind fest montiert mit der Ladesäule. Die muss also niemand mitbringen. Und das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist Sicherheit. Man möchte bei diesen hohen Ladeleistungen nicht, dass Leute mit ihrem eigenen Kabel kommen, was vielleicht schon einen Defekt hat, einen Kabelbruch, wo die Isolierung vielleicht schon angeraut und angekratzt ist. Das wäre viel zu gefährlich. Und der zweite Grund sind Ladeleistungen. Bei den sehr hohen Ladeleistungen, diesen dicken Dingern, werden die Kabel warm. Und es gibt Varianten, die sind flüssigkeitsgekühlt und fließt hier drin im Schlauch ein Kühlmittel. Und das kann man dann natürlich nicht jedes Mal an- und abstöpseln, also sind die fest montiert. Einziger Nachteil ist, es gibt Ladesäulen, wo die Kabel sehr, sehr kurz sind. Also da muss man schon sehr genau mit seinem Auto ranfahren und nah dran sein an diesem Ladeanschluss, um da hinzukommen. Hier haben wir Glück, langes Kabel und auch noch ein Mechanismus, dass man ziehen kann. Manchmal gibt es auch einen Schwenkarm. Das hilft dann sehr, weil diese Kabel sind schwer und tragen dann Teil des Gewichts. Aber sonst gilt es bei Schnellladesäulen dicht ranfahren. Ja, und der zweite Stecker, um den es geht, ist der Typ 2 Stecker. Manche Leute sprechen auch vom Mennekes Stecker nach dem gleichnamigen Hersteller. Und das braucht man fürs Normalladen mit Wechselstrom. Und so ein Kabel kriegt man in der Regel dann beim Autokauf mit. Und die große Frage ist dann immer nur, wie lang sollte es eigentlich sein? Also mein Motto ist, je länger, je lieber. Gerade bei so einem Beispiel, man lädt irgendwie in einer Stadt, parkt rechts von der Fahrbahn und auch auf der rechten Seite ist die Ladesäule. Aber hat dann so ein Auto wie ich hier, den Polestar 2, der hinten links die Klappe hat, dann muss ich das Kabel halt einmal ums Auto rumlegen und dann brauche ich mindestens 5 bis 7 Meter Kabellänge. Aber das ist dann schon auch ordentlich Gewicht und auch natürlich Platzbedarf, der mir dann im Kofferraum oder unter meiner Haube vorne fehlt. Da muss man mal gucken, ob das wirklich nötig ist. Denn gerade in der kalten, dunklen, nassen Jahreszeit und wenn das Kabel auf dem Boden liegt, hat man dann sehr viel Schmutz und Nässe im Kofferraum. Da ist es besser, ein kurzes zu haben, was vielleicht gar nicht den Boden berührt. Und vielleicht lädt man ja gar nicht so häufig im öffentlichen Raum mit Wechselstrom. Dann braucht man auch nicht so ein langes Kabel und hat das nur für zu Hause und dann braucht man es kürzer. Denn an der Wallbox kommt dieses Kabel hier zum Einsatz beim Wechselstromladen und die Phasen bestimmen, wie schnell ich laden kann. Phasen? Was heißt das? Ja, das ist ganz, ganz spannend, weil wir in Deutschland ein dreiphasiges Stromnetz haben. Das heißt, im Grunde kann man 3 Stromkabel in einem solchen zusammenfassen und 3 stromführende Leitungen bündeln. Und dann schafft man die 11 kW auch zu Hause. Es ist nämlich so, wir haben zu Hause eine Spannung von 230 Volt und eine Stromstärke von 16 Ampere. Wenn man beides miteinander multipliziert, kriegt man die Leistung. Das sind dann 3700 Watt oder abgekürzt 3,7 kW. Und wenn ich jetzt 3 solcher Leitungen habe, 3 mal 3,7, dann kommt man gerundet auf die 11 kW der Wallbox, um zu laden. Es gibt aber auch im öffentlichen Raum Ladesäulen, die 22 kW liefern. Und es gibt auch Autos, die optional das können. Aber das schwächste Glied in der Kette bestimmt die Ladeleistung. Wenn du jetzt lädst und denkst, das kommt in meinem Auto gar nicht an, aber es können beide Seiten, dann liegt es an deinem Kabel. Da muss man dann mal auf die Angaben gucken, die auf dem Kabel stehen. Und da ist es so, es muss halt dreiphasig sein
Und es muss eine höhere Stromstärke abkönnen, sonst sind es nur die 11 kW. Und zwar eine Stromstärke von 32 Ampere statt 16. Und damit verdoppelt sich dann die Ladeleistung von 11 auf 22 kW. Und entsprechend kürzer ist dann auch der Ladestopp. Ja, sag mal Dirk, aber ich habe schon mal irgendwo einen anderen Stecker gesehen an so einem Schnelllader. Was ist das denn? Ah, stimmt, du hast recht. Es gibt noch einen, den CHAdeMO, und den schauen wir uns jetzt an. So, jetzt sind wir hier in einer Schnellladestation, die beides hat. Links ein CCS, rechts ein CHAdeMO-Stecker, und den ziehe ich mal. Ah, oh, gar nicht so einfach. Und oh, schwer ist er auch noch. Also, das ist ein Steckerstandard, der älter ist als CCS, und zwar entwickelt in Japan. Also da haben beispielsweise Nissan und Honda und drauf gesetzt, und über die Allianz Renault, Nissan, Mitsubishi kam dieser Steckerstandard dann halt auch nach Europa. Aber ich sage voraus, es ist ein aussterbender Steckerstandard, den wird man nicht mehr sehr lange sehen, denn die neuen E-Auto-Modelle von Nissan als auch Renault setzen auf den CCS-Stecker in Europa, und auch Tesla hat sich umorientiert. Tesla hatte anfangs ein proprietäres System für seinen Schnellladestecker, und beim Model 3 setzen sie jetzt auch auf den CCS-Stecker. Also für Europa, für Schnellladen ist CCS der einzige Standard. Eigentlich ist es ganz einfach, man muss nur den Typ 2 Stecker und den CCS Stecker kennen und wissen, wann man welchen braucht, und dann kommt man mit seinem E-Auto auch überall ans Ziel.